Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pilzig. Wie ihr seht, bin ich hier ach wo anascht, weil ich musste wieder die komplette Situation durchspielen, dass wir hier angekommen sind, wie wir uns durchgekämpft haben. Und ja, ich habe dann hier direkt auf Pause gedrückt, nachdem die Filmsequenz vorbei war, die ihr in der letzten Episode noch gesehen habt. Und jetzt wird nur noch gefroht, bist du auch wirklich okay von Deke zu Sarah? Nur dass ihr da Bescheid wisst, dass wir sofort wieder den Anschluss haben und direkt wieder weiterspielen können. Es kann natürlich sein, dass ich ein paar Inventarsachen jetzt ein bisschen anders habe als beim letzten Mal, weil ich es halt wieder nachspielen musste, aber hey, so ist es halt hin und wieder, wenn ich halt nicht direkt do rausgeworfen wäre, obwohl ich hier eigentlich direkt gespeichert habe. So what, machen wir weiter. Bist du auch wirklich okay, Sarah? Ja, war nicht mein erster Freak. Ich weiß, aber. Die kennen alles gut. Gehen wir. Gut, dann haben wir Die den Tür da, Dialog ab. kriegen wir sie auf? Bestimmt, aber ich mag mich erst noch mal ein bisschen umgucken. Komm schon, mir nach. Komme. Komme. Ja, Schatz. Das sind diese Höhericher. Ja, Schatz. Mach ich. Nein, sie ist von innen blockiert. Gehen wir mal außen rum. Es muss irgendwo reingehen. Ich sagte Seriously? doch, irgendwer hat sie von innen blockiert. Ich steht das Versuch scheiß war's wert. Pressholz kaputt schlarre. Und natürlich die Öffnung, die hier schon ist, greife. Und die so aufschließe, wie wäre dann das? Ich glaube, so realistische Spiele gibt's leider noch nicht. Nee. Das wäre einfach nur logisch gedacht, wegst das Pressholz abmache. Ich meine, das ist eh so billig scheiß. Das kriegt man mit dem Messer durch, kein Thema. Aber, ja, komm. Wir suchen einfach riesig aus, herum, so wie hier. Ach, ne? Jo, ist abgeschlossen. Das Pressholz, das ist unmöglich zu knacken. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich Schusswaffe hätte oder sowas. Ah! Wegst hin und wieder. Da haben die auch noch alle dieselbe Optik, die Dinger. Sind alle an der gleichen Stelle eingeschlagen. Nee, manchmal haben so Spiele einfach keine Logik. Ich würde mir sowas mal wünschen. Ein Spiel, wo Logik herrscht. Oh, verdammt nochmal! Hey, schon okay. Wir finden Verriegelt schon. Wie alle anderen. Warte mal. Warte, warte mal eine Sekunde. Das sind Krabbler. Sie sind da drin? Da sind Krabbler drin. Das heißt. Hoppla! Irgendwie über das Dach rein. Los, komm. Bäh. Noch der reine Masse und noch der Wucht hätte ich sogar gesagt, da ist ein Brecher drin. Aber okay. Dann sind's halt meine Lieblingsinfizierte. Hey, Los, Diddly, ist hey, das Dach hier drin? Crablerino. Ja, wir müssen nur irgendwie darauf. Ach, verdeivel. Ich bin wirklich kein Sarah, Fan hier, von Crabla. hilf mir beim Schieben. Damit kommen wir da hoch. Okay. Das wäre Bist du natürlich auch ein bereit? geiles Fahrzeug. Ja. Okay, Ja. schieb! Das ist natürlich auch geil, so Humvee-artiges Panzerfahrzeug. Kann was, ne? Noch geiler wäre es, wenn die Handbremse noch gezogen wäre, ne? Ist das weit genug? Wirklich will? Ja, Moment. So. Und es passt. Geht das? Ja. Okay, pass auf. Krabbler können ziemlich ungemütlich werden, wenn man sie Jo. stört. Ich wünschte mir, wir müssten die kleinen Scheißer nicht töten. Was meinst du? Sie erinnern mich an dieses Mädchen in Farewell. Das dich niedergestochen hat? Sie wusste doch nicht, was sie tat. Das wissen die alle nicht. Und töten werden sie dich trotzdem. Ja, ich weiß. Ja, weißt, das ist halt so eine Sache. Da hat man wieder ein bisschen Mitleid mit, weil es halt Kinder mal waren. Nee, das so weit kommen wir gar nicht. Befürchte, die bemerken mich dann sofort, ne? Kann natürlich so leise wie möglich versuchen. Schmeißen das dann durch hier. Probieren mal, was passiert. Und. Jo. Das hat schon mal einige ausgelöscht. Vorsicht! Ich hab sie! Uah. Ach du Scheiße! Uah. Das war der letzte. Was ein Massaker. Hier macht das Spaß. Was? Krabbler töten? Nein, aber
Ich meine, du musst zugeben, die sind echt ziemlich nervig. Da hast du recht. Also ich muss generell sagen, bei Krabbler bin ich auch zwiegespalt. Das ist auf der einen Seite sind es Infizierte und auch die müssen ja beseitigt werden, damit sie auch erlöst sind. Und auf der anderen Seite, es sind nach wie vor kleine Kinder. Das ist etwas, wo jeder Mensch immer noch seinen Moralkompass hat. In so einer Welt kann man sich den Moralkompass wahrscheinlich nicht mehr leisten, aber jeder wird auch wenigstens im Hinterkopf haben. Alter, das waren wohl Kinder. Und das macht's halt heftig. Hier, gib mir deine Hand. Okay. Da werden bestimmt auch noch welches sein, ne? Ist zumindest mal stonky Vermutung. Vorsicht! Langsam. Fängt das jetzt auf, oder was? Der Held. Mit der Waffe auch noch. Okay. Mit der Waffe. Das ist gekonnt. Ich hätte erstmal die Waffe runtergeworfen, aber das ist auch wieder so. Das sind so minzige Logik-Dinger, wächst. Die sind nicht nur nervig, die stinken auch tierisch. Ja, leb du mal 2 Jahre wie sie. Wer weiß, wie du riechen würdest. Nein, danke. Gut, dass ich nichts riechen kann. Die Türen. Eine davon führt in ein Labor oder in den Hörsaal. Die Zentrifuge muss hier irgendwo sein. Ja, bestimmt ist die Zentrifuge im Hörsaal. Genau. Also in einem Labor muss es dann wenn schon sein, ne? Und was das angeht, für all jene, die es noch nicht wissen sollten, für meine Zuschauer, da ich glücklicherweise, in so einem Fall glücklicherweise, nur 12% Geruchssinn habe, rieche ich sowas überhaupt nicht. Auch wenn die bestialisch noch Fäkalien und sonst was stinken. Das Einzige, was ich riechen kann, ist gekochter Essig und Ammoniak, aber nur, wenn ich es unmittelbar unter der Nase habe. Interessanterweise funktioniert mein Geschmackssinn vollkommen unabhängig und absolut ausgeprägt. Ist bei Erkältungen von Vorteil, dass ich trotzdem schmecken kann, obwohl ich es nicht riechen kann. Hat er es gerade mit dem Pistol geknackt? Ach, verdeibel. Ich kapier's nicht. Keine Einschusslöcher, keine Hinweise auf einen Angriff. Der Gestank stört ihn jetzt nicht. Schierling. Ah, er hat sich vergift. Mach mir den Sokrates. Ist das die Zentrifuge, die du gesucht hast? Ja, ach, das okay. Ist sie. Die ist aber handlich. Na los. Okay. Oh, da haben sie sich alle nochmal verewigt. Ja, heftig. Mega heftig. Aber so geraten sie wenigstens dann in Vergessenheit. Ja, Sokrates-artig der Schierlingsbecher genommen und alle Hopsganger. Aber jo, ich habe gedacht, die Zentrifuge wäre größer tatsächlich. Ich hätte das Bike wohl besser verstecken sollen. Okay. Dann mal los. Ja, wenn nur Bike steht, denken Raider dann, dass es tatsächlich Flatterbares hier noch gibt. Vor allem, wenn der Motor noch warm ist. Das wäre das Erste, was ich überprüfen würde beim Bike. Ja, gute Idee. Okay, wisst was? Wir sorgen dafür, dass die Freaker ein bisschen auf die Typen aufmerksam werden. Ach, die... Okay, die macht noch gar nichts heimlich. Ach, da ist auch noch so ein... Vielleicht mal die Freaker noch dazu eliminieren. Okay. Ja, der wird jetzt sowieso gleich attackiert. Ja, okay. Aber wir sind doch keine Drecksau. Wir knallen den Typ ab. Weil es gibt nichts Ekligeres, als wirklich überlostet zu werden, dass man zerrobbt wird. Das ist echt eine eklige Sache. Zerrobbt zu werden hat eigentlich kaum jemand verdient. Selbst wenn es Banditen sind. Aber das geht dann doch etwas zu weit. Jemand von Freaker oder von Infizierte generell lebendig zerreißen zu lassen, das geht zu weit. Ja, scheiß drauf, ich gehe jetzt mal hier runter.
Da habe ich ja vielleicht ein bisschen eher den Überblick. Und Sarah gibt mir ja sowieso Rückendeckung. Und ich mag auch ein bisschen noch die Leiche mir angucken, weil die haben meistens auch gutes Zeug bei sich. Ah, da ist noch ein Freaker. Okay, das sind jetzt generell nur Freaker. Ich glaube, sicherer wird's nicht. Los, Bewegung. Okay. Dann über den Campus wieder zurück, ne? Bleiben wir nur noch hier Ohren. Ja, hier muss noch. Ja, okay. Hier ist noch ein Raider. Alles klar, los. Okay, da haben wir noch Desinfektionsmittel gekriegt. Gut, dann. Weiter, weiter, weiter. Ja, kapiert. Ja, da kommt wieder der Rechtungsschütze fest. Hast du noch Munition? Ich hab genug. Okay, ich stehe halt hier vollkommen ungeschützt. Ups. Was denn? Oh, das ist ein Fetter wieder dabei. Viel Spaß damit. Oh, das war ein Molly. Hoppla, das war total verzogen. Ich hab Molotovs. Alles klar, weg hier. Gut, ich wollte eigentlich mit einer Rohrbombe drauf, aber. Okay. Wollte ja wohl auch funktioniert, ne? Die Person ist nicht zu flattern. Gehen hier nochmal durch, was die Leute so hin. Das ist ein Schießpulver. Ja, ist mir aufgefallen. Na, komm schon. Zweimal Schießpulver sogar. Okay, ein Lumpe noch. Alles klar. Da haben wir ja alles geflattert, was möglich ist. Aber neuer Ärger kommt wohl jetzt noch. Noch mehr, viel mehr. Wir müssen sie erledigen, sonst kommen wir nicht zum Bike. Hast du noch mehr von den Rauchgranaten? Ja. Von hier sieht man den ganzen Parkplatz. Pass auf, wo ich hingehe und wirf dann die Granaten vor mich. Alles klar? Klar. Okay, dann mal los. Alter, ich freue mich immer, was das für Truppeverbände sind, die da unterwegs sind. Ich so Bande von, irgendwie, 13 Plünderer oder so, das ist ja noch logisch. Aber so Bande von 40, 50, das ist ja echt total heftig. Ja, das waren jetzt viel. Wow, da kommt nochmal einer mit einem großen Geschütz. Also wie gesagt, alles in überschaubarem Maße ist ja in Ordnung, aber irgendwie, wenn es dann auf die 40 oder was zugeht, wird es meiner Meinung nach. Meinung nach etwas unglaubwürdig. Weil ich das tatsächlich eher so, dass man in so kleine Bande unterwegs wäre von vielleicht maximal 20 Leute. Granate! Bereit! Moment. Ah, das ist wieder so ein ganz fetter. Das Ende. War ein Volltreffer. Stay up there. Los, los, hinter ihm. Das Ding durchschlägt, glaube ich, auch Panzerungen, ne? Sausack. Vielleicht mal die Hoden weggeschossen. Okay, und den treffe ich nicht, weil der da hinten dran steht. Okay. Mr. Hodenmeier wird erstmal geflattert. Oh, Splittergranate, oder? Nicht schlecht. Und der ist auch weg vom Fenster. Das Präzisionsgewehr ist verdammt gut. Das war knapp. Okay, ouch. Komm schon. Ey. Hoppala. Mistkerl. Komm schon. Sind das dann? Gott, der ist weg. Wow! Ja, das durchschlägt Panzerhunger. Damit habe ich dann große Fetter jetzt mal ordentlich weggemacht.
Ich hab nicht gedacht, dass das so gut durchhaut. Wie es auch sympathisch macht. Ruft mal mir, sie waren Amol-Drifter, mir, sie wissen, wie das ist, man muss sich nichts tun, aber schießen kräftig auf mich. Ah, ein Molotow, sehr schön. Ausgezeichnet. Uppi. Wo ist denn die Person? Und außerhalb von meiner Reichweite. Ja, der ist noch plünderbar, der Typ. Traktor noch sehr, sehr gut. Tja. Ah, in dem Bereich. Da wird zumindest rot angezeigt. Ah, dahinter, ja. Ich sehe sie mal wieder. Last Girl Standing. Ich glaube, ist sie tot. Okay, warte. Ich komme zu dir. Okay. Gott, was war das? Da hat nur Sarah gesehen, was die eigentlich so tagtäglich für hässliche Sache darstellt. Mit was für einer Übermacht, der sich so teilweise rumzukämpfen hat und rumzuplagen hat. Ich hoffe, das wird gewürdigt. Bist du okay? Ob ich okay bin? Was ist los mit dir? Ach, oh, ich weiß nicht. Ich dachte gerade an unser erstes Treffen. Du hast mit meiner Knarre diesen Typen verjagt und gezittert wie Espenlaub. Ja, seitdem hat sich viel verändert. Yeah. Na los, verschwinden wir von hier. Ja. Du hast sich allerdings sehr viel getan. Du ist sehr viel Wasser der Reihe runtergeflossen. Was ist mit dir passiert, Sarah? Was soll das denn heißen? Ups, das ist ein Verband. Hey, hör zu, ich verstehe schon. Alles ist anders. Alle von früher sind tot. Aber das erklärt nicht... Erklärt was nicht, Dieke? Warum sie so kalt ihm gegenüber ist. Hör zu, auf den Scheiß gebe ich nicht viel, okay? Mir ist nicht mehr passiert als jedem anderen auf diesem Scheißplaneten auch. Ja. Hm. Okay. Wie du meinst. Komm, hier lang. Ja, es wird mich halt persönlich interessieren, warum sie so anscheinend Abneigung gegen Deke hat. Wow, die sind aber sehr brachial durch. Guck mal, wächst das ist immer so, Sache. Dieses, wir müssen mal heimlich und leise da rein und manche, die robben das einfach um. Jetzt ist aber wenigstens die Passage auf für uns. Für spätere Touren durch das Gebiet. Das fing ja ursprünglich gut an mit deiner Beide. Dass das sich vielleicht wieder ein bisschen näher kommen, aber jetzt ist wieder total distanziert. Und komisch zwischen ihnen. Ich hoffe, das legt sich im Laufe des Spiels. Ich kann es wirklich nur hoffen, weil das ist irgendwie traurig mit Art zu sehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder so zurückfahren soll oder ob wir direkt in eine Filmsequenz ankommen. So wie das lädt, vermute ich eigentlich eher Zweiteres, dass wir direkt wieder in Wizard Island landen. Ach ja, Sommernächte. So, schauen wir doch mal, was da noch kommt. Und wann wir auch mal endlich unsere Napalmbombe kriegen. Jawohl, mit Filmsequenz. Darf ich Danke sagen? Niemals! Nein. Okay. Weißt du, ich wollte einfach nur sagen, wie sehr ich das brauchte. Gern geschehen. Vielleicht wird es am und zu die Bombe platzen zu lassen, dass sie sei frei ist, dass es hier jeder weiß. Weil diese Heimlichtuerei ist immer scheiße, das wird früher oder später immer aufgedeckt. Gezittert wie Espenlaub. 10.000 Erfahrung. Ich glaube, wir haben nur noch Level kriegt dafür. Wizard Island 700. Wizard Island, so rum. 700 Vertrauer. Ich gebe niemals auf zu 37%. Sie sind zu wertvoll. Neue Mission. Triff dich mit Doc Jimenez. Jo, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Okay. Dann gucken wir doch gerade mal, was wir da noch Schickes machen können. Überleben. Verbessert die sofortige Erholung. Ja, diese Cocktails nämlich eh nicht. Erhalte Ausdauerzeug, wenn du Schaden erleidest. Das ist natürlich ziemlich geil.
Du habe ich eigentlich schon beinahe jeden Scheiß. Reduziert den Rückstoß, erhöht den verursachten Schaden durch Armbrustbolzen. Ja, wieder Cocktails. An sich bin ich doch so weit durch eigentlich. Stiefel-Kombos richten, also Stiefel-Messer-Kombos richten doppelten Schaden an. Erhöht deine Chance auf Crit und Eliminierung um 25%, können wir nehmen. Rache! Trophäe erhalten in Kupfer, mich hält nichts auf. Erfordert die Abrechnung, erhöht die Chance auf kritische Treffer und Eliminierung. Klingt doch gut. So, dann, Moment, ich wollte woanders. Na, was soll was? Gibt's dann das? Ich will hier nichts, ich will auf die Karte. Ja. Da ist dann das hier. Recht und Unordnung. Hör dir Colonel Garretts Rede an. Ja, komm, gehen wir mal wieder zum. Ja, für. Werft sie in den Feuerofen, Alter. Ist es wirklich so? Werft sie in den. Alter. Nett. Okay, dann könnten wir demnächst, wenn wir sonst nichts anderes zu tun haben. Ach, okay. Da ist auch noch ein Kopfgeldjagd. Okay. Dann könnten wir uns auch nochmal durch in die Gegend hier schmeißen, wenn die Jagd auch noch aktiv ist. Und dann könnten wir auch nochmal irgendwie do ein bisschen was machen, weil bevor wieder Hauptquest weitergeht, mag ich eigentlich noch den ganzen anderen Kram erledigt haben, um ehrlich zu sein. Nochmal ganz kurz. Aktueller Job. Ah, der hat was für uns. Aktueller Job. Ah, okay, dann habe ich schon ausgewählt. Ist wieder länger her, dass ich gezockt habe, ihr liebe Leute. Sorry. Die Küche hat nichts mehr, was ich noch anbieten kann. Bike, das ist ein ja, ziemlich egal. Du bin ich Die jetzt 8 drauf vorbeigegurkt. Befehlshabender Korporal. Hey, Sarge. Wie geht's? Okay, wir holen uns auch ein bisschen die Munition. Bitte sehr. Danke sehr. Okay, das ist schon besser. Ja. Können wir auch nochmal aufpushen. Passt. Ja, nur logisch. Wenn ich genug Punkte hätte, würde ich das machen. Genau. Billiger als was Neues zu kaufen, stimmt's? Richtig. Wirklich, oder? So, wir machen jetzt immer noch mal unser Schalldämpfer dran. Weil wir den Schampel halt auch einfach brauchen. Hey, Corporal St. John, wir sehen uns später. Yo. Corporal, schön dich zu sehen. Gut, dann können wir jetzt den ganzen Crew schon nochmal verticken. Laufen die Geschäfte? Sieht Corporal gut Deacon aus. St. John, komm bald mal wieder. Hey, du solltest nicht Natürlich. hier sein. Ups. Ich hoffe, das war nicht auf mich bezogen. Ey, du solltest nicht hier sein. Okay, weiter geht's. Der Colonel Garrett hören wir uns auch nochmal an. Huch, ja. Der Colonel, ups, die ist leider aus Stahl. Den hören wir uns jetzt auch nochmal an. Und dann können wir, glaube ich, auch die Episode für heute beenden, dass es einen sauberen Abschluss hat. Finde ich zumindest. Brüder und Schwestern, wir haben uns versammelt, um zu feiern. Das Ende ist nah. Captain Curry arbeitet pausenlos am Aufbau und Training unserer Armee. Lieutenant Whittaker arbeitet unermüdlich an einer biologischen Waffe, die hunderte Freaks auf einmal erledigen kann. Ja. Lieutenant Weaver arbeitet an chemischen Kampfstoffen, mit denen wir ganze Horden niederbrennen können. Bald wird die Brandrodung der Vergangenheit angehören. Aus unserem defensiven Krieg wird jetzt ein Angriffskrieg werden. Wir werden die Freaks angreifen, uns unsere Welt zurückholen. Und seht, sprach er, der Feind, der es sät, ist der Teufel. Ach Die du Ernte Scheiße. ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Sie werden alles Böse aus seinem Königreich sammeln und die, die da Unrecht tun, in den Feuerofen werfen. Es wird heulen und klagen und Zähneklappern geben. Wir, die Deschutes County Miliz, sind diese Racheengel. Ach du Wir Scheiße. sind auf dem Weg. Wegtreten. Und der Herr lächelte fein. Alter Falter. Das ist irgendwie ziemlich wahnsinnig.
Werft sie in den Feuerofen zu 26%, Richtung Unordnung 36%. Okay. Dann denke ich aber Sache, Sache können wir nämlich noch machen, bevor wir jetzt hier das wieder weitermachen. Würde ich sagen, wir machen mit der Kopfgeldjagd hier weiter. Und ich mache hier noch die Schnellreise für eine Kajillion Gallonen Sprit. Keine Ahnung, wie viel das kostet. Keine Ahnung, wie viel überhaupt eine Gallone ist. Ohne Scheiß, das ist wieder so saudummes, ugrades Maß, woraus ich kein Schwein richten kann. Naja. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt hier wieder auf den Weg. Zumindest die Schnellreise können wir dann machen. Dann können wir nämlich in der nächsten Episode über mal die Kopfgeldjagd machen. Und wir können dennoch noch vielleicht hier ein bisschen aufrahmen. Vielleicht hier die Nero-Kontrollstation. Hier die auch noch. Und möglicherweise hier ein paar Nester ausräumen. Da nochmal hingehen. Können wir nochmal schauen, ne? Da haben wir auf jeden Fall gut was vor uns. Da ist auch noch ein Gebiet, wo wir noch nicht drin waren. Ich denke, das können wir alles übermorgen mal versuchen in Angriff zu nehmen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.